Legen Sie Ihre Sicherheit in unsere Hände. Unsere geschulten sowie autorisierten Wartungsspezialisten kümmern sich um die Inspektion Ihrer Rettungsweste und sorgen dafür, dass sie im Ernstfall einsatzbereit ist. Die Lebenserwartung einer automatischen Rettungsweste beträgt 10 Jahre. In diesem Zeitraum sollte die Rettungsweste gemäß FSR-Vorgabe alle 2 Jahre gewartet werden. Selbst wenn die Westen nur getragen und nicht ausgelöst werden, sind sie Beanspruchungen ausgesetzt. Unter anderem machen ihnen Sonne, Wasser und Stöße zu schaffen. Auch Rettungswesten, die nur im Schrank lagen, müssen regelmäßig überprüft werden. Über die Serviceplakette kann abgelesen werden, wann die nächste Inspektion stattfinden sollte. Bei einer Wartung werden alle Bestandteile einer Rettungsweste überprüft und Teile, die laut Hersteller verpflichtend ausgetauscht werden müssen, erneuert. Im geschlossenen Zustand wird unter anderem geprüft, ob das Gurtsystem und der Verschlussmechanismus in Ordnung sind. Nach dem Öffnen der Weste werden Schwimmkörper, Automat und CO2-Patrone begutachtet. Die CO2-Patrone muss beispielsweise frei von Korrosion oder Beschädigungen sein. Gleiches gilt für den Schwimmkörper. Die Dichtung des Schwimmkörpers wird über einen mehrstündigen Drucktest geprüft. Des Weiteren wird die manuelle und automatische Auslösung des Automaten getestet, indem der Mechanismus in Kontakt mit Wasser kommt und die Handauslösung betätigt wird. Zusätzlich werden alle vorgeschriebenen Komponenten, wie zum Beispiel Dichtungen, ausgetauscht. Schlussendlich wird die Rettungsweste zusammengelegt, die Serviceplakette erneuert und die Inspektion protokolliert. Sollte Ihre Rettungsweste beschädigt sein, können wir ebenfalls eine Reparatur durchführen. Von defekten Nähten bis zum Austausch der Schwimmblase oder der Schutzhülle ist eine Instandsetzung möglich. SVB übernimmt die Wartung von Rettungswesten der unterschiedlichsten Marken. Sie erhalten eine zertifizierte Produktwartung nach internationalem Standard und können mit unserem Wartungsprotokoll eine lückenlose Dokumentation in Log- oder Kontrollbuch führen.